herzlich willkommen beim Filmdialog. Mein Name ist Marius Meyer und dieses Mal befinden wir uns im Jahr 1960. Die Nouvelle Vague ist gerade in Bewegung geraten, beziehungsweise wir sind fast am Startpunkt, manche sagen 59, manch einer sagt 60. Und wir befinden uns in einem Film von dem großen Nouvelle Vague Regisseur, einem der bedeutendsten französischen Regisseure aller Zeiten und von einem auch der meiner Meinung nach anspruchsvollsten französischen Regisseure, und zwar einem Film von Jean-Luc Godard. 1960, Godard, Anfang der Nouvelle, es ist außer Atem. Außer Atem von Jean-Luc Godard, sein Debüt tatsächlich. Und was soll man sagen? Es ist ein Film, tatsächlich, da keine kleinen Schwenk erzählen. Ich hatte damals ein Problem, Zugang zu dem Film zu finden. Beim ersten Mal fand ich den ein bisschen sperrig und habe den nach 30 Minuten abgebrochen. Aber ich glaube, da hatte ich auch schon vorher zwei Filme gesehen und ich hatte mich dann ein bisschen gesperrt gegen Godard. Aber dann hatte ich letztens die Chinesin gesehen und war so, hä? Guter Film, aber nicht so viel verstanden. Gucken wir doch mal seinen absoluten Klassiker Außer Atem. Und ja, es ist der erste Film von Jean-Luc Godard, einem der wichtigen Regisseure der Nouvelle Vague. Nouvelle Vague beschreibt diese Zeit, wo nach dem Neorealismus in Italien, der dort das Kino einmal vorwärts bewegt hat, mit so Namen wie De Sica und Visconti, bewegte sich etwas Ähnliches Ende der 50er, eher Anfang der 60er in Frankreich. Und dort gab es eine neue Welle von aufstrebenden und frischen Regisseuren, die in eher kleinen, günstigen und sagen wir auch mal eher studiofernen und eher an realen Schauplätzen gedrehten Filmen eine neue Art des Kinos losgetreten haben. Eine schonungslosere, eine brutalere und eine auch ästhetisiertere Art des Kinos. Okay, was kann man erstmal sagen? Kamera ist von Raoul Couchard, Kameramann in Die Verachtung von Jean-Luc Godard, meinem bis jetzt liebsten Godard-Film, Jules und Jim von Truffaut, Ich war eine männliche Sexbombe von Philippe de Borcha, der Komiker der Nouvelle Vague, 11 Uhr nachts von Godard, Die Chinesin von Godard, Max Mon Amour von Nagisa Oshima. Nagisa Oshima könnte man wegen so einem Film wie Merry Christmas, Mr. Lawrence vielleicht kennen. So, Musik machte Marshall Solal. Es ist ein Soundtrack, klassische Musik, etwas ein bisschen peppigeres, bisschen hin und wieder. Es untermalt alles sehr schön. Ich habe nämlich den Soundtrack, während ich die Kritik geschrieben habe, da nebenbei gehört. Es sind sehr schöne Stücke, die einem sofort die wichtigsten Szenen wieder ins Gedächtnis rufen. Der Soundtrack ist was sehr Eigenes und untermalt den Film sehr gut. Das, was ein Soundtrack sein sollte. Aber es ist tatsächlich auch Musik, die außerhalb des Films gut funktioniert. Obwohl es ein extra dafür geschriebener musikalischer Score ist. Schauspieler, wir haben den großartigen Jean-Paul Belmondo und da weiß eigentlich jeder, es ist Belmondo, es ist eigentlich immer ganz gut. Die Bewertung des Films 7,8 auf IMDb und Metascore habe ich nie auch schon wahnsinnig hoch, also grandios bewerteter Film, vollkommen zu Recht. Und es ist halt ein Film, Godard hat mal gesagt, gib mir eine Frau, einen Mann, eine Waffe und ich mache euch immer einen spannenden Film. Und das stimmt, das hat er mit Außer Atem bewiesen. In Außer Atem geht es darum, dass dass Jean-Paul Belmondo als Michel Puicard, der ist ein Gauner, wenig kultiviert, der ist einfach ein Flegel, um es mal so auszudrücken. Er ist nicht unbedingt ein Verbrecher oder ein Gangster, er ist einfach ein kleiner Gauner. Und er versucht nach Paris zu kommen, um dort seine große Liebe oder zumindest die Frau, die ihm momentan Unterschlupf gewährt, zu treffen. Die Frau, die er dort versucht zu treffen, ist eine Amerikanerin und das ist Patricia. Jetzt ist erstmal interessant, das klingt ja erstmal noch nicht so spannend, nur während er nach Paris fährt, ist er wegen einer Geschwindigkeitsüberhöhung, versucht die Polizei ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Er fährt mit seinem Wagen an den Rand. Ein Polizist sieht ihn aber nicht, verfehlt ihn, der zweite findet ihn aber. Und unser eben noch als leichter Gauner beschriebener
Hauptcharakter Michel erschießt ihn. Er erschießt einfach kaltblütig diesen Polizisten und flieht nun nach Paris. Und wird von der Polizei gesucht. Zeitgleich trifft er sich jetzt aber endlich mit seiner Freundin Patricia und möchte mit ihr natürlich direkt nach Rom reisen. Sie lehnt aber ab, weil sie sich in der Stadt eigene Träume aufbauen will und Journalistin werden will. Momentan verkauft sie nur eine Zeitung. Das Wichtigste eigentlich an ihr ist, sie ist Jean Sieberg, eine Frau, die sonst nicht so viel Großes gemacht hat, aber hiermit einfach zur Ikone des französischen Kinos wurde. Und erstmal wichtig, was man in der Szene anmerken muss, das Aufeinandertreffen ist eine wahnsinnig toll inszenierte Szene, weil man weiß nicht, wie diese Charaktere zueinander gehören. Man hat sie nämlich vorher noch gar nicht gesehen und er geht einfach zu ihr hin und kauft eine Zeitung und fängt damit ihr ein Gespräch an. Und das hat mich damals beim ersten Mal sehen sehr verwirrt, weil in der deutschen Tonspur siezt sie ihn, also als würde sie ihn nicht kennen, obwohl er sie duzt. Aber zu seinem etwas schleimigen, kriminellen Auftreten passt das. Das ist aber hier nicht der Fall, das ist einfach der Art der französischen Sprache in diesem Fall geschuldet und dass sie sich, weil er einfach ein bisschen älter ist, ihm gegenüber doch etwas freundlicher, sagen wir es mal, gibt. Und nun folgen wir eigentlich diesen beiden erstmal nur durch die Stadt, während die Polizei anfängt, immer ihn knapp zu verfehlen und ihn jagt. Es ist auch bekannt, dass er den Polizisten erschossen hat. Er wurde von jemandem gesehen und nun zum Beispiel seine Freundin Patricia weiß davon gar nichts und er äußert sich dazu auch nicht groß. Und nun sieht man eigentlich erstmal nur, wie er mit ihr zusammenlebt, was das für eine Art von Beziehung ist in der nächsten halben Stunde. Das ist eine gigantische Szene in einem Hotelzimmer, wo die beiden sich unterhalten, streiten, miteinander schlafen. Und das Problem in dieser, na, ich würde sagen, fast 30-minütigen Szene ist, man merkt einfach, dass sie nicht so wirklich... Es ist kein harmonisches Zusammenleben unbedingt. Sie streiten sich, sie kommen wieder zusammen, sie kabbeln sich sozusagen. Man weiß immer nicht, wie beide zueinander stehen. Michelle ist eigentlich meistens gar nicht richtig an ihr interessiert, möchte auch keine Gespräche mit ihr führen, sondern sich eigentlich nur sexuell an ihr abreagieren und seinen Druck ablassen. Und sie möchte in ihm eigentlich eher so einen sinnlichen Liebespartner sehen, der genauso wie sie sich eher für die kultivierten Dinge des Lebens interessiert und eher ein sensibler Edelmann sozusagen ist. Und beide kriegen dadurch nicht wirklich, was sie wollen, können aber auch nicht wirklich voneinander loslassen. Und nun verlassen sie irgendwann das Hotelzimmer wieder und allein dieser Hotelzimmer-Szene hat eine So-Kraft, weil sie sich so echt anfühlt und zeitgleich aber auch so dieses Bühnenhafte hat. Man denkt sich so, ja, so könnte sowas ablaufen und zeitgleich durch dieses große Schauspiel wirkt das einfach sehr anders. Und jetzt versucht halt Michel weiterhin Geld zu beschaffen von einem alten Bekannten. Und eigentlich geht es im ganzen Film darum, nur Michel versucht Geld zu beschaffen, um nach Rom zu kommen, während ihn die Polizei jagt und immer knapper verfehlt. Und irgendwann wird natürlich auch Patricia mal von der Polizei angesprochen, weil die beobachtet wurden. Und zwischendurch wird auch das Bild von Michelle in der Zeitung abgedruckt und es werden Nachrichten rausgegeben und immer knapper verfehlt ihn die Polizei und es wird immer spannender. Das ist wirklich was. Der Film hat einen grandiosen Spannungsbogen auf der zweiten Hälfte. Man ist jederzeit angespannt und weiß nicht, wann wird es passieren. Die Darstellung von Patricia ist sehr... Sie ist sehr naiv, sie ist ein junges Mädchen, 22, sie hat sich in den wunderbaren Belmondo verliebt sozusagen und das zeigt sich in den Szenen auch. Es ist einfach ein Film, der auch ein bisschen ruhig sein kann, obwohl er halt diese drängende Spannung, die durch diesen Kriminalfall aufgebaut wurde, immer beibehält. Und das ist das, was einem immer im Nacken sitzt. Immer wenn sie zusammen ein bisschen Zeit verbringen oder auch sozusagen gesagt Zeit verschwenden, denkt man sich, oh nein, hoffentlich kommt nicht gleich die Polizei. Was man dem Film eigentlich sonst noch unbedingt anrechnen muss, ist diese Polizeiszene am Ende. Ich möchte es nicht spoilern. Guckt außer Atem. Es ist ein grandioser Film. Ich kann euch nur sagen, die Verachtung von Godard ist wahrscheinlich noch besser,
Aber das hier ist das, womit man am besten in Godard, auch weil es ein Debütfilm ist, einsteigen sollte. Damit beginnt man die Godard-Reise, finde ich persönlich am besten. Es ist an Originalschauplätzen gedreht. Das macht den Film sehr lebhaft. Er fühlt sich sehr, sehr echt an. Einfach weil man sieht, dass das kein Studiokulisse ist. Man sieht auch manchmal irgendwelche Passanten, die aus Versehen mal in die Kamera gucken. Es ist sehr putzig. Der Film war sehr günstig hergestellt worden und produziert. Das merkt man dem Film nicht an. Er ist mit so viel Liebe zum Detail entstanden, dass der Film dadurch doch einfach sehr überlegt wirkt. Ansonsten, es ist so eine Abwendung von normalem... Also es ist eine Drei-Akt-Struktur, die aber verschiedene Größen der Akte hat. Der zweite Akt, also der Moment, wo sozusagen die Ruhe ist zwischen den beiden, der ist viel größer als im normalen Drei-Akter, wo Einführung der Charaktere, ein Drittel oder vielleicht ein bisschen weniger, dann dieser mittlere Teil und am Ende der Showdown. Der Showdown ist ganz kurz und dieser Mittelteil ist wirklich dieses Leben von Michelle und Patricia und ist einfach nur großartig umgesetzt. Der Film hat eine tolle Kamera, die immer wieder aus ganz verschiedenen Winkeln versucht, das Gesehene immer neu einzufangen, sich aber auch mal zurücknehmen kann und einfach voyeurhaft die Szene im Beispiel im Schlafzimmer beobachtet und sich dabei nicht unbedingt auf Einzelheiten des Films oder auf Sexuelles versteift, sondern einfach ruhig stehen bleibt und ganz nüchtern diese Szene beobachtet. Deswegen ist die Kamera was sehr anderes. Die Kamera ist halt einfach sehr für 60er Jahre manchmal viel zu überlegt und viel zu clever eingesetzt, was man in anderen Filmen der Zeit nicht unbedingt sieht. Es ist einfach ein sehr toller Film, der eigentlich kaum Schwächen hat. Außer Atem ist ein absoluter Klassiker, den ihr unbedingt gucken solltet. Es machte Belmondo zu einem der größten Stars des französischen Kinos, bis in die späte 70er, wo er dann ja nur noch Actiongülle gedreht hat. Und Jean Seberg ist danach nie wieder so groß geworden, aber ich meine, in so einem Meisterwerk mitzuspielen, hat auch sie für ihr Leben lang gezeichnet, weil bis zu ihrem tragischen Tod, der bis heute nicht ganz aufgeklärt ist, manche sagen immer noch, es war ein Geheimdienst, der sie getötet hätte, es ist halt einfach ein toller Film. Also, Nouvelle Vague at its best, es ist einer der großen französischen Filme. Guckt euch den bitte an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mir eure Meinung unbedingt zu Außer Atem. Was haltet ihr von dem Film? Was meint ihr? Außer Atem ist das euer liebster Godard. Welchen Godard würdet ihr sonst empfehlen? Gibt es Godard-Filme, die ihr nicht empfehlen könnt? Ist Godard für euch ein Mysterium oder ein alter Hut? Ist das für euch frisch oder eher alt? Belmondo dasselbe. Gibt es einen Belmondo, den ihr besonders schätzt? Der Teufel mit der weißen Weste? Oder dann doch lieber eher die klassischen Action-Dinger von Belmondo. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.